Hallo, meine Lieben, hier ist Inga Wingerova. Das Thema ist, es gibt Menschen, die glauben, dass wenn sie Alkohol konsumieren, dass sie damit ihr Leben leichter machen. Natürlich im Moment, wenn man was getrunken hat, scheint ein bestimmtes Problem leichter zu sein. Und auch das Leben scheint etwas leichter zu sein. Das ist aber eine große Illusion, weil erstens funktioniert unser Universum nach dem Gesetz der Ursache und Wirkung. Es gibt in der Natur so ein Wundermittel nicht, dass ein Löwe, wenn er sich schlecht fühlt, dass er vielleicht eine bestimmte Antilope isst, einen bestimmten Pilz oder geht gezielt zu einem Sumpf, wo das Wasser irgendwelche betäubende Eigenschaften hat und trinkt aus diesem Sumpf. Und dann ist alles gut im Leben von diesem Löwe. Sowas gibt es in der Natur nicht. Das macht nur der Mensch. Der Mensch hat ein Mittel erfunden, wie er seine Probleme unterdrückt. Für dieses Mittel zahlt dieser Mensch viel Geld, regelmäßig, manchmal täglich. Und dieses Mittel gibt diesem Menschen die Illusion, dass der Mensch kluger ist. Der geht doch durch das Leben viel leichter und hat gar nicht diese Probleme, die andere Menschen, die nichts trinken, haben. Manche Trinker entwickeln sogar so ein Mitleid zu den Nichttrinker, weil sie glauben, dass ein Nichttrinker ein schwereres Leben hat als der trinkt. So weit geht es. In Wirklichkeit, der Mensch, der trinkt, bleibt in seiner Entwicklung komplett stehen. Er geht eigentlich zurück in seine Entwicklung, er degradiert. Sein Gehirn kann sich gar nicht mehr entwickeln, seine sozialen Fähigkeiten und alle anderen Fähigkeiten können sich nicht mehr entwickeln. Man bleibt stehen, im Kopf bleibt aber die Illusion, durch den Alkohol wird diese Illusion erzeugt, dass der Mensch Fortschritte macht, dass der Mensch, dass alles in Ordnung ist. In Wirklichkeit, die Rechnung kommt. Die Rechnung kommt, entweder wird man krank und stirbt, wenn man nicht aufhört, oder wenn man aufhört, was die richtige Entscheidung ist, sieht man, dass in dieser Zeit, wo man getrunken hat, keine richtigen Entscheidungen getroffen wurden, keine Chancen wahrgenommen wurden. Und dass der Mensch eigentlich im Land des Bacchus geschlafen hat, hat seine Jahre verschlafen. Die anderen Menschen der äußeren Welt, die nichts getrunken haben, die sind viel weiter, sind beruflich weitergekommen, finanziell, privat. Der Mensch, der trinkt und der glaubt, dass er viel leichter und spielend, so feiernd durch das Leben geht, hat das alles verpasst und er muss wirklich mit viel Geduld wieder von vorne anfangen, was auch nicht so schlimm ist, wenn man das tut. Nur warum diese Zeit nochmal verlieren, vergeuden? Hören Sie jetzt schon auf zu trinken. Probieren Sie das mit meinem Kurs, mit meiner persönlichen Begleitung. Ich habe schon sehr viele Erfahrungen und sehr viele Resultate mit meinem Kurs. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Unten ist ein Link zu meiner Seite. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bitte vergeuden Sie nicht Ihre Lebenszeit und tun Sie was für Ihr Leben, für sich selbst. Alles Gute, Inga Wingerova.